Herzlich willkommen zu meinem heutigen Gespräch mit dem lieben Lothar Hirneise. Hallo, lieber Lothar. Hallo Bettina, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Lothar, die meisten Menschen, die sich jetzt das anschauen werden, die kennen dich schon, aber für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen, was du machst, was dich bewegt, warum du das machst, was du machst? Einfach ganz kurz, bitte. Ja. Lothar Hirneise, ich habe 1997 den Verein damals Menschen gegen Krebs, heute Krebs 21 gegründet. Die Absicht war damals und ist heute immer noch die Erforschung von nicht-universitären Krebstherapien. Also im Grunde genommen alles außerhalb von Chemotherapie, Bestrahlung und Antikörper. Ich mache das jetzt seit 25 Jahren. Yes, die Zeit vergeht mir nichts. Seit 25 Jahren und habe außerdem 2006 das Zentrum, das 3E-Zentrum in der Nähe von Stuttgart, Stuttgart Buch, gegründet, zusammen mit meinen Freunden Sabine und Klaus Pertl. Und und haben dort ein Zentrum, wo wir das 3E-Programm unterrichten. 3E steht für, also diese 3 E's, weil das die Anfangsbuchstaben von Ernährung, Entgiftung und Energie sind. Und weil das im Grunde genommen auch der Schwerpunkt unserer Arbeit dort ist, ja. Und du hast also wirklich weltweit auch mit Ärzten und auch ehemaligen Betroffenen gesprochen, um zu schauen, was waren so die entscheidenden Faktoren, damit diese Menschen wieder gesund werden konnten, richtig? Ja, also ich denke, das ist auch etwas da, in Anführungsstrichen, wie wir Schwaben sagen, da kann man damit angeben. Da unterscheidet sicherlich auch mein Wissen gegenüber der Universität oder gegenüber vielen Ärzten, Professoren da in der Onkologie. Ich bin sehr viel gereist, wirklich sehr viel. Ich glaube, ich war in mindestens 70 Ländern in meinem Leben und habe dort am Anfang eher so mit den Ärzten gesprochen oder mit Wissenschaftlern. Das waren noch nicht immer Ärzte. Es gibt auch ganz viele Biologen, Physiker, Chemiker, die Krebstherapien gefunden oder erfunden haben. Und dann später aber habe ich begonnen, mehr mit den sogenannten Final Stage Survivor, wie die Amerikaner das so schön nennen, also mit Patienten, die in einem finalen Stadium Krebs überlebt haben, trotz einer schlechten Prognose und trotz, dass oftmals die Ärzte ihnen sogar noch eine selbsterfüllende Prophezeiung aufs Auge gedrückt haben, in der Form, dass sie gesagt haben, Frau Müller, Herr Schmidt, Sie haben nur noch 6 Monate zu leben. Und ich denke, da ist so mein Spezialgebiet oder unser Spezialgebiet im Zentrum oder auch bei Krebs 21. Wir kennen uns sehr gut aus mit einfach nicht-universitären Krebstherapien, die es weltweit, da brauchen wir heute nicht drüber reden, aber ganz viele gibt, die aus welchen Gründen auch immer einfach an den Universitäten nicht unterrichtet werden. Und vielmehr kennen wir uns damit aus, was haben jetzt eigentlich diese Menschen wirklich getan, die man zum Sterben nach Hause schickt und die 5 Jahre später immer noch am Leben sind. Was haben die getan? Und da habe ich schon vor über 20 Jahren einen Fragebogen für mich damals, für eine amerikanische Stiftung, für die ich in Washington gearbeitet habe, haben wir so einen Fragebogen entwickelt und haben begonnen, einfach die Patienten zu fragen. Und dann habe ich schnell herausbekommen, die wahren Experten, zumindest wenn es dann vor allem in einem späteren Stadium von Krebs ist, das sind dann nicht mehr die Ärzte. Weil wenn wir es mal knallhart sagen, die sogenannte Palliativtherapie führt da immer in den Tod. Und zwar im Grunde genommen zu 100%. Und da sind es dann eben nicht mehr die Professoren mit ihrem Wissen, weil ihr Wissen ja den Patienten nicht hilft, sondern es sind die Patienten, die sich dieses Wissen im Grunde genommen immer selber erarbeiten. Und das ist das Wissen, das ich jetzt auch seit vielen Jahren im Grunde genommen vermittle. Also Parasympathikus, wir haben ein autonomes Nervensystem, das müssen wir ja Gott sei Dank nicht beeinflussen, weil sonst müssen wir immer dran denken, hoppla, ich muss atmen. Unser Nervensystem ist ein unglaublich intelligentes System, das alles alleine macht. Und wir haben, da gibt es sehr viele Felder, aber es gibt 2 große Felder, das sogenannte Sympathikus und Parasympathikus. Relativ einfach erklärt, Sympathikus, da sind wir 2 jetzt im Moment, ist, wenn Action ist, wenn wir was tun, wenn wir viel denken müssen, wenn einfach ganz viele Prozesse unter Action ablaufen, dann agiert unser Sympathikus. Unser Parasympathikus hat eigentlich 3 Aufgaben. Das eine ist der Schlaf,
also nachts, da sind wir im Parasympathikus. Dann die Verdauung, die spielt auch eine Rolle. Deshalb auch nach dem Essen sollte man, wie es immer so schön heißt, eine Stunde ruhen. Da gibt es wirklich einen Sinn dafür, damit der Parasympathikus nämlich das Essen besser verdauen kann. Und das ist etwas, was man zwar in allen Lehrbüchern lesen kann, und ich habe es auch schon vor 40 Jahren in medizinischen Lehrbüchern gelesen, aber es ist nicht so richtig in meine Großhirnrinde gekommen. Der Parasympathikus ist für Reparatur zuständig, für Regeneration, für alles, was im Körper durch Stress, durch Sympathikus manchmal übertrieben wird, wo der Körper, ich sage mal, leichte Schädigungen davon hat oder dann auch später sogar schwere, wenn es chronisch wird. Und dafür ist der Parasympathikus da. Und auch vor über 20 Jahren, wo ich schon 5 Jahre mich mit Krebs beschäftigt hatte, war mir das nicht so bewusst, wie mir das heute bewusst ist. Ja. So richtig bewusst muss ich eigentlich einer Frau danken, Dr. Waltraud Frieda. Das ist die Dame, die dieses Buch geschrieben hat, Adrenalinmangel als Krebsauslöser. Und die hat einfach herausgefunden, dass Krebskranke niedrige Adrenalinspiegel haben, obwohl die ja durch den Stress der Diagnose höhere haben müssten. Und was hat sie herausgefunden? Ich mache das ziemlich kurz geschwind. Adrenalin ist sehr niedrig, weil die Menschen einfach über Jahre, nicht über Tage oder Wochen, also wenn man mal ab und zu Stress hat, das ist überhaupt gar nichts Schädliches, aber wenn man über Jahre Stress hat, dann geht dieser Spiegel runter, ganz einfach, weil man mehr Adrenalin verbraucht, als die Nebennieren produzieren können. Und jetzt hat die gesunde Zelle hat ein Problem, weil Insulin bringt Zucker hinein, zu viel Zucker bleibt in der Zelle drin und die Zelle braucht einen Mechanismus, diesen Zucker loszuwerden. Und ein Mechanismus, den es schon vor Millionen von Jahren gab, ein evolutionärer Mechanismus ist eben die Fermentation, die Gärung. Weil in der Gärung kann eine Zelle 20 Mal so viel Zucker verbrennen wie ohne Gärung, also wenn kein Sauerstoff mehr reingeht. Und das ist ja das Hauptmerkmal einer Krebszelle, nämlich keinen Sauerstoff mehr in die Zelle, genauer gesagt in die Mitochondrien. Das sind diese kleinen Teilchen, die da 500 Mal oder 1000 Mal in jeder Zelle drin sind und wo unser ATP, unsere Energie produziert. Und eine Krebszelle lässt keinen Sauerstoff mehr rein. Aber da ist sie noch gar keine Krebszelle. Also das ist was ganz Normales, dass Zellen manchmal einen Stopp machen und keinen Sauerstoff mehr reinlassen. Aber deshalb ist da noch nicht Krebs da. Also die Mutationen zum Beispiel, die kommen erst viel später. Die Tumormasse kommt erst viel später. Also am Anfang haben wir einfach diesen Stopp mit dem Sauerstoff, wo übrigens auch nichts Neues ist, weil Otto Warburg hat 1931 dafür einen Nobelpreis bekommen. Damals wurde das schon bewiesen. Und warum macht der Körper das? Also um diesen Zucker zu verbrennen, weil er nicht mehr genügend Ruhephasen hat. Dann muss er andere Wege gehen. Also würde man dem Körper genügend Ruhephasen geben, wie es übrigens am Rand erwähnt, durchaus in all den Lehrbüchern drinsteht. Ich meine, wir alle wissen doch noch, wie früher Menschen in die Berge gingen, wenn sie Tuberkulose hatten. Oder selbst heute schickt man ja noch Kinder an die Ostsee oder Nordsee, um das, also wegen Salzwasser, aber um die Ruhe zu haben, wenn sie lungenkrank sind. Ja? Also wir wissen eigentlich um die Macht der Ruhe, aber es gibt leider zwei Gruppen von Menschen, die das nicht ertragen, Patienten und Ärzte. Die verstehen es einfach nicht mehr, weil die Medizin hat uns so in den Kopf gesetzt, wenn wir krank sind, dann gibt es da irgendwelche Pillchen oder Therapien, die unsere Krankheit ganz schnell wegnehmen. Und das hat sich gerade in den letzten 50 Jahren, seit die sogenannte moderne Medizin da sich verkauft an allen Universitäten, hat es einfach so Programme in unseren Großhirnrinden kreiert, dass wir gar nicht mehr verstehen, dass wenn wir krank sind, eigentlich Ruhe und übrigens auch interessant, nicht so viel zu essen, Ruhe und nicht so viel zu essen, vielleicht die zwei mächtigsten Waffen überhaupt sind, um uns gesund zu machen. Und zwar physisch und psychisch, beide. Und wie kamen wir da drauf? Wir kamen drauf, weil wir
als wir das Zentrum gemacht haben, 2006 eröffnet, haben wir begonnen, bei Menschen ebenfalls die Adrenalinspiegel zu messen, was wir heute tun. Ja, wir tun heute Adrenalinspiegel und seit kurzem machen wir sogar noch etwas Neues. Wir tun auch Haaranalysen machen, weil wir herausgefunden haben, dass man in Haaranalysen eigentlich genauso gut erkennen kann, ob ein Adrenalinspiegel niedrig ist oder nicht. Also ganz interessant auch für mich. Du siehst auch, ich lerne permanent etwas dazu. So. Aber wir haben damals, 2006, da haben wir noch keine solche Analysen gemacht, aber wir haben Adrenalinspiegel gemessen. Und wir haben einfach gesehen, dass die meisten Krebskranke eben extrem niedrige Adrenalinspiegel haben und dass diese Theorie Dr. Frieda einfach absolut korrekt ist. Ja? Und dann kam noch was anderes hinzu. Wir machen ja auch sehr viel Ursachensuche. Ja? Also wir sprechen mit den Menschen, wir machen Innenweltreisen, wir machen ganz normale kognitive Gespräche und versuchen einfach die Ursache herauszufinden. Jetzt haben wir aber gemerkt, zwei Probleme gibt es dabei. Das erste ist, manchmal glaubt man als Therapeut oder als Berater zu wissen, warum der andere Krebs hat, dann wächst der Tumor aber permanent weiter, weil man daneben lag. Also der Therapeut lag daneben und auch der Patient lag daneben. Ja? Weil bei dem Großteil ohne Zweifel ist es relativ einfach herauszufinden, aber nicht bei jedem. Und dann kommt eben diese zweite Problematik jetzt. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Also wenn ich die Ursache entweder nicht sicher bin oder vielleicht gar keine Ahnung habe, was mache ich jetzt? Was biete ich dem denn für eine Therapie an? Und dann haben wir Folgendes gesehen. Vor über 10 Jahren hat ein Arzt, Dr. Wolfgang Behrhoff, ein sehr, sehr fantastischer Onkologe von der Ostsee, den du ja auch kennst, hat bei uns einen Vortrag halten. Und Dr. Behrhoff ist auch ein Schüler in Anführungsstrichen von Dr. Frieda und kennt sich auch sehr gut mit Adrenalin und mit Budwig und mit all diesen Dingen aus. Und auch er hat im Grunde genommen das Gleiche, was wir, Frieda und ein paar andere, die das machen, festgestellt haben. Die Adrenalinspiegel sind niedrig und er hat aber auch schön gezeigt, wenn die Adrenalinspiegel wieder nach oben gehen, ist das die beste Prognose für einen Krebspatienten. Besser wie was mit dem Tumor passiert oder wie viel Energie er hat und alles Mögliche. Also man kann das messen. Das Problem ist, das nützt nichts, jeden Monat zu messen, weil Adrenalin baut sich leider sehr, sehr langsam auf. So. Und die einzigste Möglichkeit, Adrenalin aufzubauen, ist, Adrenalin nicht mehr zu verbrauchen. So, aber jetzt wissen wir beide auch, Bettina, wenn ich zu dir sage, auf Schwäbisch sozusagen, ab heute nervst du nicht mehr, gell? Du regst dich jetzt über keinen Scheiß mehr auf. Ja, wir beide wissen, das ist leicht dahergeredet, aber unglaublich schwierig. Man muss das lernen. Ja? Also es gibt im Grunde genommen, wir nennen das, also in unserem 3E-Programm haben wir da ganz spezielle Therapien, also Programme dafür, wie man das erlernen kann. Und dafür gibt es aber, ich sage mal so drei Grunddinger, die man dabei verstehen muss. Das erste ist natürlich, man muss Stressauslöser stoppen. Oder wenn man es nicht stoppen kann, wenn man zum Beispiel ein krankes Kind hat, da kann ich ja nicht einfach stoppen, ja, dann muss ich es wenigstens reduzieren. Dann muss ich also einen Weg finden, wie ich den Stress runterfahren kann. Und jetzt kommt aber schon die Problematik. Damit ich Stress stoppe und reduziere, muss ich ihn erkennen. Wow. Wir leben beide in Baden-Württemberg. Wir wissen, wie die Schwaben sind und nicht nur die Schwaben. Es ist normal, morgens um 6 zur Arbeit zu gehen bis abends und dann noch in den Verein zu gehen und dann noch Haushalt zu machen und dann noch Kinder zu haben und dann noch, ich weiß noch was. Und wir denken alle, das ist normal. Das ist nicht normal. Das ist einfach abnormal. Was sich da teilweise, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sozusagen Deutschland neu aufgebaut werden musste oder überhaupt auch in armen Ländern, wo Menschen dann sich wirklich zu Tode arbeiten. Man hat das heute zu einem Narrativ, zu einer Norm verarbeitet. Und es ist auch gut angesehen, wenn man viel arbeitet. Ja? Man kriegt da sogar Anerkennung und Liebe und Geld ab und so. Ja? Aber ich sagte knallhart, es ist nicht normal. Wir sind nicht auf diesem Planeten, um uns krumm und dubbelig zu schaffen, wie die Schwaben das nennen. Ja? Dafür sind wir eigentlich nicht da, aber wir tun es. Ich kenne das auch. Ich war, meine Güte,
40 Jahre ein Workaholic bis zum geht nicht mehr. Ja? Also ich weiß, von was ich da spreche. Und deshalb, also die erste Erkenntnis, die man benötigt, ist, man muss verstehen, dass man Stress hat. Das ist wie beim Alkoholiker. Du kannst den nicht therapieren, wenn er keine Einsicht über seine Alkoholkrankheit hat. Dann wird er es immer verleugnen und er wird vielleicht mal eine Zeit lang nichts trinken, aber er wird ja gar nicht verstehen und nicht Einsicht, warum er das tut, und dann wird er wieder anfangen. Ja? Also das Erste ist Einsicht. Dann das Nächste ist die Stressresistenz oder Resilienz, wie man das ja heutzutage schön nennt. Das muss man trainieren. Also es gibt viele Techniken, wenn zum Beispiel, wenn ich mich nerve, dass sofort ein Gedanke kommt, wie schlimm ist das Ganze. Ja? Also bei mir, das funktioniert bei mir zum Beispiel fantastisch gut. Ja? Wenn ich mich nerve über etwas, dann kommt sofort der Gedanke, was ist eigentlich das Beste und das Schlimmste an der Situation? Also was ist eigentlich das Schlimmste, was jetzt durch diesen Ding, über das ich mich gerade aufrege, was da entstehen kann? In mehr als 90% der Fälle rege ich mich sofort nicht mehr auf, weil wir regen uns permanent über Dinge auf, die gar nicht so schlimm sind. Bedeutet nicht so schlimm, überhaupt nicht so schlimm. Ja? Und oder hat das Schlimme jetzt vielleicht was Gutes auch? Ja? Habe ich da einen Vorteil davon? Also es gibt viele sogenannte Mind-Techniken, also mentale Trainings, mentale Techniken, die man einfach erlernen kann, um diese Stressresistenz einfach deutlich, deutlich nach oben zu bringen. Ja? Und dann das Allerwichtigste ist natürlich, diese sogenannten inneren Denksysteme zu verändern. Weil wir haben einfach, bleiben wir gerade bei dem Beispiel, was löst Stress zum Beispiel aus, hat man während Corona gesehen, Arbeitslosigkeit. Ja, weil da kommen alle diese 1000 negative Gedanken. Ich habe kein Geld mehr zu der Miete bezahlen oder ich kann mein Häuschen nicht mehr abbezahlen. Meistens sind es finanzielle Probleme, aber auch Selbstwertgefühl geht runter. Wenn Menschen keine Arbeit mehr haben, dann fühlen sie sich wertlos und so weiter. Fast niemand sieht das Yang im Yin. Ich meine, schau mal Rowling an, das ist die Autorin von Harry Potter. Wäre die nicht arbeitslos geworden, die hätte niemals Harry Potter geschrieben. Und es gibt tausende dieser Beispiele von solchen Menschen, die sozusagen begonnen haben, das, was zuerst mal als negativ sie empfunden haben oder die Welt um sie herum, also Familie oder die Gesellschaft, haben sie begonnen, neu zu bewerten. Und dann auf einmal sagt man, okay, gut, ich lebe im Sozialstaat, ich muss nicht verhungern und meine Kinder auch nicht. Und ich habe sogar noch Geld für ein Jahr oder zwei Jahre. Eigentlich ist es mal ganz gut. Ich nehme jetzt mal die Zeit und mache mir Gedanken über die Welt und wie ich mein zukünftiges Leben, wie das aussehen soll. Was ja das Schöne an Corona war. Ich habe tolle Dinge in Corona erlebt und die haben immer mit Folgendem begonnen. Ich hatte endlich mal Zeit und dann was auch immer zu tun. Ja, so. Und wir haben dann gemerkt, hoppla, den Adrenalinspiegel nach oben zu bringen, ist wichtiger, und jetzt kommt's, als einen Tumor zu zerstören. Weil auch ich muss natürlich sagen, vor 15, 20 Jahren war der Tumor noch etwas Böses für mich auch. Und ich hab nicht diese sogenannten kausanetischen Prinzipien nicht verstanden, dass Tumore per se nichts Böses sind, sondern zuerst einmal mir helfen beim Überleben. Da habe ich ja schon viele andere Videos drüber gemacht. Wer da mehr wissen will, kann da gerne mal reinschauen. Und wollte natürlich auch mehr den Tumor zerstören. Und es gibt natürlich noch ein anderes Problem. Die wenigsten Menschen halten es aus, mal ein halbes Jahr bewusst einen Tumor zu haben. Was vielen nicht klar ist, wenn der Tumor entdeckt wird, haben die den meisten schon Monate sowieso. Oftmals, wenn ich an Lungentumore oder Blasentumore denke, ganz sicher seit Jahren. Also sie haben bis zur Diagnose ja mit diesem Tumor ziemlich gut überlebt, ja, und gelebt vor allem. Ganz normales Leben im Grunde genommen geführt, ja, weil die meisten Tumore machen ja sowieso kaum Symptome. Und aber jetzt ist eben die Diagnose gekommen, warum auch immer jetzt, aber jetzt ist ein anderes Programm, läuft ab im Gehirn. Jetzt können sie nicht mehr, sie können ihn nicht mehr verleugnen.
Jetzt läuft auf einmal ab, oh je, je, muss ich bald sterben, oh je, wann beginnen die Schmerzen, oh je, ja, du kennst ja selber auch, du bist ja auch durch diese Dinge gegangen. Du weißt selber, wie viele Programme auf einmal nach der Diagnose ablaufen, zumindest bei den meisten. Meine Erfahrung ist eigentlich, mit meisten meine ich 99%. Und ganz ehrlich, und 99,9% ist, wenn Metastasen, zwei Tumore da sind, ja. Ich habe noch fast noch nie jemanden gesehen, der mit dieser Diagnose umgehen konnte, ja. Manche nehmen es etwas lockerer, aber richtig umgehen kann fast keiner. Und deshalb verstehe ich natürlich, wenn jetzt jemand wie ich daherkommt und sagt zum Patienten, naja, jetzt mal Achtung, der Tumor ist nicht dein schlimmstes Problem, sondern der Tumor ist entstanden, weil du ja andere Probleme hast und die müssen wir jetzt rausfinden und ändern und dann geht der Tumor weg. Und jetzt machen wir zum Beispiel Öl-Eiweiß-Kost, der einen riesengroßen, in Anführungsstrich, Nachteil hat. Nämlich der, dass der Tumor durch die Öl-Eiweiß-Kost in den ersten Wochen, Monaten gar nicht weggeht, sondern teilweise sogar größer wird. Weil die Öl-Eiweiß-Kost zum Beispiel also die Tumorzellen zur Teilung bringt und dann in den natürlichen Apoptose-Tod. Aber dadurch geht der Tumor nicht sofort weg, sondern das dauert. Und hier sind wir am Punkt, wo es natürlich ganz arg habert, das ist das Verständnis einer Krebskrankheit. Also was ist Krebs überhaupt und warum habe ich den bekommen? Und zwar ich. Nicht irgendeine Mutation, weil ich irgendwas Schlechtes bei MCD gegessen habe oder sowas, sondern warum habe ich diesen Tumor entwickelt? Ja, und dann haben wir herausgefunden, okay, gut, wer hat überlebt? Und dann haben wir gesehen, die in Parasympathikus, wie wir das nennen, gekommen sind, oder wir sagen manchmal Leben 2.0 begonnen haben, also neues Leben, komplett ihr Leben neu überdacht haben. Und dann auch, ganz wichtig, die hochdiszipliniert die notwendigen Lebensänderungen eingeleitet haben. Weil, das kennst du ja auch von deinen Coachings, jemandem zu sagen, was er tun soll und mit ihm einen Weg finden, wie er es auch noch wirklich tut, das sind oftmals zwei verschiedene Dinge. Ja. Und das haben wir auch gesehen. Wir haben es hingebracht, dass Tumore kleiner geworden sind, teilweise sogar fast weggegangen sind und die Patienten sind trotzdem gestorben. Und manche, da sind die Tumore wirklich mal 30%, 40%, 50% gewachsen, aber nach 1, 2 Jahren waren sie dann ganz weg und die Patienten sind geheilt und heute nach 15 Jahren haben sie immer noch keinen Tumor. Ja? Also ich sage das deshalb, weil in der Onkologie wird ja alles gemessen am Tumor. Wie groß ist der? Die Therapie wird gemessen, wie der Tumor kaputt geht oder nicht. Mal ganz ehrlich. Wenn ich einen Tumor zerstören will, brauche ich ja nur da reinbrennen mit Röntgenstrahlen genügend. Da zerstöre ich jeden Tumor. Also einen Tumor zu zerstören ist so schwer nicht, ja. Aber das muss der Patient überleben. Die Strahlen oder die Chemo oder die Operation oder die Antikörper oder die Antihormontherapien, das muss man auch überleben. Ein Tumor zu zerstören ist gar nicht immer so schwer, wie sich das viele vorstellen. Aber das ist nicht die Lösung, weil ja die Ursache nicht weg ist, ja. Ja, und so haben wir dann schon vor 10 Jahren, vor allem mein Partner Klaus Pertl im Zentrum, hat dann ein Programm erarbeitet über viele Jahre, das nennt sich OncoMind, hat einfach erarbeitet, also wie können wir gut und schnell an Ursachen herankommen, aber viel wichtiger, wie können wir es schaffen, dass Menschen im Parasympathikus bleiben. Ja, und dann eben diese drei Dinge trainieren. Also den Stressauslöser stoppen, die Resistenz erhöhen und das Denksystem ändern. Und, nein, das und jetzt kommen wir zum zweiten Begriff. Sorry, ja? Darf ich noch mal kurz, weil das sagt sich ja so leicht, ne? Weil die Menschen, die jetzt eine Diagnose haben und auf einem Heilungsweg sind, die haben ja unglaublich viel Stress. Das sind die Ärzte, das sind Entscheidungen, was mache ich als nächstes? Und da ist vor allem ganz viel Angst. Also wie kann ich in so einer Situation überhaupt in einen Parasympathikus kommen? Wie geht das? Das Erste ist ganz einfach Verständnis. Wenn ich Krebs als, als etwas Böses, von Gott gegebenes, durch Mutationen erzeugtes, was mich töten will, Ding sehe, habe ich keine Chance. Komme ich niemals im Parasympathikus, weil dann bleibe ich immer im Sympathikus. Weil was mache ich denn dann? Dann mache ich die üblichen, sage ich mal, universitären Therapien. Ich gehe permanent zur Nachsorge. Ja? Ich habe permanent Angst. Ich meine, mal ganz ehrlich, wir haben es doch jetzt 2 Jahre gesehen während Corona. Wie viele Menschen haben sich denn nicht mit dem Thema wissenschaftlich auseinandergesetzt? 70, 80, 90%?
haben sich mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt. Warum? Sie haben das getan, was man ihnen gesagt hat. Da ist ein böses Virus, das wird dich töten, lass dich impfen und gut ist. Das hat 70-80% der Menschheit, oder sagen wir mal der Deutschen, da weiß ich die Zahlen genauer, in anderen Ländern war es ein bisschen anders. Aber in Deutschland, so würde ich mal sagen, hat es 80% der Menschen gereicht. Die machen sich keine Gedanken darüber. Und das ist leider bei Krebs, ist die Zahl sogar noch höher. Ja? Weil es ist klar, bitte nicht missverstehen, ich bin ja der Letzte, der gegen ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis ist. Das ist sogar was ganz Wichtiges. Aber das blindlose Vertrauen in meinen Arzt, ohne mir selber Gedanken zu machen, verläuft tödlich bei einer Krebskrankheit. Und nicht, weil die Ärzte schlecht wären oder inhuman, ganz im Gegenteil. Ich kenne fantastische, ich rede mal von Schulmedizinern, ja, fantastische Leute, die extrem gut gebildet sind, großes Wissen haben, die unglaublich human sind. Und aber weißt du, was das Problem ist? Sie werden jeden Tag betrogen und belogen von Pharmafirmen, Politikern und ich weiß nicht wem, ja. Und das sind so tolle Menschen, aber sie werden einfach belogen. Und diese Lügen geben sie dann einfach weiter. Und das ist das Problem. Und also das Erste, um auf deine Frage zurückzukommen, ist Verständnis. Wie komme ich an dieses Verständnis? Ich muss lernen. Ich muss lesen. Ich muss YouTube-Videos angucken. Ich muss mit Survivern reden, so wie ich es gemacht habe. Wenn ich das alles nicht tue, dann habe ich keine Chance. Und mal ganz ehrlich, so schwer ist es nicht. So schwer ist es nicht. Heute brauchen wir nur in YouTube alternative Onkologie eingeben oder alternative Krebstherapien und man kommt auf ganz viele Möglichkeiten, das zu lernen. Und dann kommt etwas Wichtiges, was ja leider, hat man jetzt auch bei Corona ja gesehen, was auch ganz viele ausschalten, wenn sie die Diagnose haben, das ist das Wort Logik oder auf Schwäbisch gesunder Menschenverstand. Ja, so. Das wird manchmal echt abgegeben, wenn man beim Arzt zur Tür reingeht. Ja, das hängt man draußen an den Garderobenständer. Ja, die komplette Logik. Ich mache mal nur ein Beispiel. Ich bin jetzt Mann mit Prostata oder du mit Mammakarzinom, gehe zum Arzt. Und der diagnostiziert mir jetzt da ein Mamma- oder Prostata-Karzinom. Und jetzt sagt der Arzt zu mir, Herr Hirneise, Frau Flussmann, damit Sie gesund werden, muss ich Sie zuerst mal ganz arg krank machen. Ich meine, wo gibt es denn das? Wo gibt es denn das sonst in der Medizin, dass wenn einer mit Rheuma kommt oder mit einem Herzinfarkt, dass der Arzt sagt, naja, damit Sie gesund werden, machen wir jetzt erst mal nochmal zwei Herzinfarkte oder damit Sie Ihr Rheuma wegkriegen, da geben wir Ihnen jetzt erst mal Medikamente, dass Sie gar nicht mehr aus dem Rollstuhl rauskommen. Das gibt es nur in der Onkologie, dass man sagt, damit ein Krebskranker gesund wird, muss ich ihn zuerst mal wahnsinnig krank machen. Ja? Und dahinter steckt eben diese ja total veraltete und widerlegte Theorie der Mutation, beziehungsweise mit der Mutation geht ja diese Theorie einher, dass man Krebszellen töten muss. Ja? Was für ein Nonsens. Wieso muss man den Krebszellen töten? Krebszellen können ganz normal Apoptose tot machen oder sie können ganz normal sich zurückverwandeln und dann eben den Apoptose tot. Ja? Also das ist jetzt tausendfach bewiesen. Ich weiß gar nicht, wie viele Beweise braucht man denn eigentlich noch da dafür? Ja? Also um deine Frage abschließend zu beantworten, man braucht Verständnis, man braucht Wissen und man braucht logische Schlussfolgerungen. Wenn man diese drei Dinge nicht bereit ist anzugehen, keine Chance, dann hat man absolut keine Chance, das zu verstehen und die richtigen Therapien einzuleiten. Und dann muss man nämlich Folgendes tun, man muss glauben. Man muss irgendjemandem glauben, der mich therapiert. Egal, ob das ein Arzt, ein Heilpraktiker, ein Pfarrer, ein Psychologe ist, ist ja gar nicht wichtig. Ich muss dem 100% vertrauen und ich selber kann nichts machen. Also der andere macht mich heile. Aber was ist, wenn es schiefläuft, so wie bei ganz vielen? Was ist denn da, wenn jetzt alles schiefläuft? Hat man keine Chance. Ja, hat man keine Chance. Und deshalb, das ist nichts. Das funktioniert definitiv so nicht. Und leider ist es halt bei weit über 90% aller Patienten, sogar weltweit hier,
dass sie zuerst mal sagen, okay, ganz schnell den Tumor weg, also mit Chemo, Bestrahlung, Operation. Und dann kommt das große Hoffen. Mhm. Ja, ja. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zum Parasympathikus. Wir haben dann gesehen, okay, gut, Parasympathikus. Und, aber wie kann man den, da kann man, so kann man ihn lernen. So kann man das, wenn man das Verständnis hat und versteht, dass Parasympathikus Reparatur ist, dann kann ich meinem Körper nicht nur nachts, wenn er schläft, die Zeit geben. Es gibt ja sogar Krebspatienten, die ganz schlecht schlafen, was eine Katastrophe natürlich ist. Sondern ich kann ihm auch tagsüber ganz viel Zeit geben, dass er reparieren kann. Eben im Parasympathikus. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, deine Weisheit, dein Engagement jeden Tag. Vielen, vielen Dank.